bestimmt auch nicht aus der Herum. Katze. Solange ich die Katze in Ruhe lasse, das mache ich schon. Ne? Kein Schabohr. Pass ich da durch? Nee, zu eng. Mein Drachen hat zu breite Schulterknochen. Herzlichen Dank, Revengi. Aber immerhin, da unten haben wir noch nichts Grün-Rotes gefunden. War da sonst noch was? Ich würde sagen, schauen wir mal da hoch, da unten ist das. So. Oh. Oh Gott. Ja. Kann man machen. Bedeckte Klaufen. Ja, du glaube ich. Also, auch den. Man würde ihn nie wieder beim Steinefarmen übersehen. Er ist leider nur Level 15, aber egal in welcher Gegend, den findest du wieder. Ist nur leider zu klein. Also 15 lohnt sich echt nicht. Hab gehört, hier gibt es leichtes Fleisch. Da unten gibt es ein Terrorbird. Nehmen, fertig, weg da. Oh, was haben wir da? Einen roten Wolf. Okay. Wir haben jetzt schon einen Wolf. Wobei, rot und grün und schauen, was rauskommt. Den willst du haben, ja. Ist es davon ein Jutti, oder? Nee, nur Kanus. Kanus, Anke. Fulmina. Wäre eigentlich halb so wild. Och nö. 6. Duty Level 45. Ach du Scheiße. Okay. Wir futtern uns jetzt hier mal durch. Ah, sehr gut. Da hat jemand aufgepasst. Das ist auch ein Weibchen. Ich kann bald mal nicht überlegen, ob ich es hole. Damit hast du mir diese Überlegung gerade abgenommen. Aber 145 wäre halt schon interessant gewesen. Das war mein Chitin und mein Fleisch. Oder eigenes. So. Ich lasse dich eh leben. Du bist High Level.
Brauchen wir nix. Rot-Grünes. Hat Koi eigentlich schon eine Weihnachtsfrisur? Mann. Nicht, dass ich wüsste. Ach so, die ist jetzt da unten. Ah, die Lumantre ist auch schon fertig, okay. Sehr gut. Den haben wir nicht erwischt. Und so streift man wahrscheinlich ab. Nee, es geht gut. Habe ich die Lumantre erwischt? Ja, habe ich. Oh Mann, ist das viel Lärm. Hol dir die Zitronen wieder fürs nächste Tier. Ich habe im Drachen noch 100. Ich bin nur gerade am Überlegen. Wir sind jetzt hier im Wüstengebiet. Und ich glaube, ich mache es mir jetzt einfach. Ja, wobei einfach ist relativ, weil da drüben... Egal. Heile Fixius und auch dir frohe Weihnachten. Ich bringe die jetzt nicht nach Hause. Lumantria. Ich hab schon abgehängt. Oh Mann, ich bin doch nur 5 Meter geflogen. Lumantria. Ach, da bist du ja. Du bist meiner. Okay. Da ist dieses komische Flattervieh. Ich fliege jetzt eben nicht nach Hause, ich fliege zum grünen Obelisken rüber. Ja, im Schleichtempo fliegen ist angesagt, du hast recht. Wo ist dieses olle Vieh jetzt schon wieder? Ach, da kommt's, ich sehe es da hinten, es kommt. Na komm, komm, komm. Oh Gott. Nee, erst muss ich die zwei loswerden. Die kommt. Ich möchte den Drachen jetzt so überladen, dass er nur noch im Schleichtempo fliegt. Ja, aber ich habe gerade den Wolf in den Krallen. Nein. Außerdem ist der Lootstrahl gerade weg. Gut. Komm, meine Kleine, wir sind gleich da, wo ich hin will. Da darfst du dann nochmal sitzen bleiben. Die von dort dann nach Hause kriegt, das muss ich mir nachher überlegen. Okay, brauchen wir gar nichts.
Lymantria, wenn du so weitermachst, geht meinem Drachen die Stamina aus, bevor wir auch nur annähernd dort sind. Gott, ich fliege jetzt einmal hin und hole dieses Lymantria-Ding nachher. Schnapsidee, eine Lymantria zu zähmen. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? So. Könnte das jetzt so machen? Nein, C. So. Komm mit, du kleiner Wolf. Komm rein. Achso, du folgst in Kryo, nicht mehr. Komm her. Stell dich einfach in meine Burg. Komm rein da. Disable Autosourcing, danke schön. Genau. So, und da stellst du dich jetzt her und wartest, bis ich dich wieder abhole. Da bist du wenigstens safe. So. Und wir müssen schauen, wo wir die Lymantria verloren haben. Oder wir holen uns einfach mal den grünen Lootstrahl. Das war nicht eh in die Richtung. Kannst du sie nicht hochladen und beim roten runterladen? Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Das wäre eventuell wirklich eine Idee. Aber das Problem ist, der rote ist auch so weit. Kann ich eine Lymantria im Schiff parken oder glitscht die auch runter? Mal den da. Ja, der Rote ist auf jeden Fall näher an den Highlands als der Grüne jetzt. So, jetzt haben wir ja diesen Buff auch noch. Dann schauen wir mal. Ist jetzt nur ein Grüner, aber er soll es nichts. Komm. Oh. Aha. Gut. Ich kann jetzt. Ja, muss ich zuerst runter tun. Kann jetzt auch so schauen, aber der gefällt mir nicht so. Ich bleib bei dem da. Super. Bronto Bone Kostüm. Ich habe keinen Bronto. Nee, du bist nicht meiner. Ah, Sonnenaufgang, cool. Ja, dann fliegen wir halt zuerst einmal zu dem Lichtstrahl. Jetzt hätte ich auch ein Zelt, ja.
okay, das ist. Oh. Grüner Kanu. Hallo Rexy, du bist so gut getarnt. Achso, der ist noch gar nicht da. Hm. Oh, da haben wir so einen Galli-Papagei. Das meinte ich. Also, was sie mit den Gallis gemacht haben, die kriegen ja echt mal Mitleid. Yeah. Das sind ja Leuchteviecher jetzt. Bei der geht noch, da habe ich schon Schlimmere gesehen. Ein paar Alus. Ach, da kommt's gerade. Da ist sie. Ich habe schon gedacht, ich sehe es nicht mehr. Also, ja, genau. Aber muss ehrlich sein, bei der Lumantre schaut es eigentlich ganz gut aus. Meine, außer, dass die wirklich das unnützeste Vieh aller Zeiten ist. Kali hatte eindeutig zu viele Pilze. Ja. Na komm schon, Lumantria. Deswegen sage ich, macht's mal Lumantria-Wettrennen. Ist voll toll. Komm her, du Kleine. Jetzt bin ich da noch näher an den Inseln, wo die Chaburas sind, glaube ich. Bereust du es schon? Nö. Ich nicht, ihr vielleicht. Ich habe ja Zeit. Genau das habe ich gerade gemacht, Tanja. Aber es ist gut, dass mir jetzt eingefallen ist, dass ich ja die Burg stehen habe. Da kann ich schön zwischenparken. Ich denke, das ist ganz okay. Du schaffst es, Lumantria. Du schaffst das. Nur noch ein Stückchen. Dann lasse ich dich wahrscheinlich dort stehen und schaue dich nie wieder an. Warten auf den Lumantria. Na komm, put, 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 put. Ihr schaut es mir gern zu, was auch immer, ja. Lumantria kommt, gut. Du schaffst es, ja! Nee, nicht du. Du sollst mir vor... Hm. Komm hier mal, du Lumantria. Du folgst mir.
du jetzt im ersten Stock oder im zweiten Stock gehst, ist mir ganz egal. Hauptsache, du bleibst da drinnen. Dankeschön. Und jetzt könntest du mir, wenn du noch was übrig hast, genau, das kannst du mir geben. Das kannst du mir geben und ansonsten viel Spaß hier drinnen. So, am Ende kann ich das dann das Irrenhaus, das Farben-Irrenhaus nennen. Und dann haben wir alles voll mit grün-roten Tieren da drinnen, oder? Wär's doch. Was haben wir denn da? Die Survival of the Fittest Trophy für den ersten Platz. Na, unbedingt. Ja, ja. Blut-Transfusion-Set, ja. Können wir eigentlich droppen. Boomerang können wir lassen. Das können wir von mir aus auch lassen. Den tun wir darüber. Sag mal, die Mantra, setzt du dich endlich? Steckst du dein Kruja da rein? Nein. Ach nö. Bitte sag mir, du hast ein ganz niedriges Level. Ja, danke schön. Ich hätte nicht, keine Ahnung, wie ich den von hier nach Hause bringe. Gamma, ja, habe ich noch an. Siehst, gut, dass du das sagst. Aber so ein Bronto hätte auch was. Aber der hat leider ja nur Level 15. Der wird auch schwer in die Burg zu quetschen. Naja, ich muss die ganzen Zwischengeschosse rausnehmen. Dann wird es wahrscheinlich sogar gehen. Die Zwischengeschosse habe ich ja nur für diesen Burgkampf reingemacht. Bräuchten ja nicht drinnen sein. Das waren rein der Stabilität dienende Zwischenetagen. Absolut sinnlos sonst. Sonst übernehme ich halt die Burg von Kuya und stopfe ihn da rein. Das geht. Oh, 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 oh. Drachenbucht. Nein. Hübscher Drachen. Aber nein. Der hat mir gefallen mit seiner Zeichnung. Oh, das sind ja, ja, das sind noch mehr Drachen. So, dann fliegen wir mal rüber auf die Inseln. Da sind meistens mehr Chapoas, das stimmt schon. Was war das? Achso, Pelagornis. Oh Gott, einen knallgrünen Pelagornis. Ich glaube, es gibt Dinge, die will man sich vorher gar nicht vorstellen, bevor man sie sieht. Hier lebt aber nicht viel. Irgendwie? Sehr ausgestorben. Ist ja echt nix. Hallo, Echo.
Komisch, komplett leer. Da ist ja nicht ein Dino drauf. So kenne ich die Insel auch noch nicht. Nur heute, Insel ohne Dinos. Hi PC. Weiter links dann um die Insel. Ja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung ich da geschaut habe. Mael, diese Angaben helfen mir nicht. Aber ich habe jetzt vor, die Inseln hier so ein bisschen abzusuchen. Ich brauche unbedingt zwei bunte Chapuas. Ihr könnt seinem PC erzählen, was wir schon alles zähmt haben. Obwohl, der hält mich eh schon für bekloppt. Das ist schade, es ist egal. Alles leer. Moment. Das war doch jetzt gerade ein komplett knallgrüner Hai, oder? Oh, ja. Rot und grün. Darf ich vorstellen, der Weihnachtswichtel Megalodon? Hi Nyra. Hi Keks. Also die Inseln kämen aus Survival Plus stärker bevölkert als jetzt. Ja. Schauen wir nochmal darüber. Hallo Twitch Alice, dir auch frohe Feiertage. Ich hoffe, ihr hattet jetzt alle einen schönen Weihnachtstag. Ich stelle gleich auf diese Inseln vermisse Einwohner. Ich dachte gestern schon, dass ich bei mir ein Grafikbug nach dem Update eingeschlichen hatte. Nein, das ist kein Grafikbug. Das sind die Weihnachtswichteln von Studio Wildcard dieses Jahr. Und ich bin gespannt, wie die in Aberration ausschauen. Aber ich kann ja Aberration mit euch im Stream nicht machen. Da habe ich noch zu viele Folgen fertig. Könnte ich erst in 2 oder 3 Tagen machen.
auch nie wieder übersehen. Nein, sechs so. Ich wollte doch das Fernglas in die Hand nehmen. Danke. Och nee, da ist auch noch 140. Habe ich noch Bullen? Bola, danke. Ich brauche noch ein oder zwei Bolas. Wir hatten eh schon lange keinen Pteranodon mehr. Weiß nicht warum. Irgendwas ist mit dem alten passiert. So, schauen wir mal, wo er wieder runtergeht. Gehst du auch wieder auf der Insel runter, oder? Schauen wir mal. Die waren eindeutig besoffen. Nein. Sie haben zu viele ihrer Pilze gegessen, sagen wir so. Na komm, setz dich hin. Okay. Komm runter, Kleiner. Haben wir da sonst noch was Grünes, Rotes? Okay. Ja, du Kleiner. War das jetzt sehr brutal? Nee, oder? Das frische Hammelfleisch müsste jetzt schon weg sein, denke ich. Hi, Tilly. Auch dir frohe Feiertage oder frohe Weihnachten. Schauen wir mal. Hammelfleisch, ja, ist mittlerweile vergammelt. Oh Gott, was hat denn der komische Drache da alles gelootet? Gut, egal. So. Dann kriegst du ein bisschen gekochtes Hammelfleisch. Und wir haben endlich wieder einen Pteranodon. Ich habe wieder was zum Verheizen. Kann mir mal jemand sagen, ob mein Halfling gestern Abend noch weiter überlebt hat? Ja, es haben gestern bis zum Ende alle überlebt. Gut, männlich. Also für unsere Zuchtexperimente bräuchten wir jetzt einen weiblichen Pteranodon, am besten einen roten. Wir bräuchten immer noch zwei Jaburas, weil der eine, den ich hatte, der ist ja gefressen worden von der Katze. Wir bräuchten eine Lymantria oder einen Terrorbird. Okay, dann können wir lustig rumzüchten. Und dann wundert es mich nicht, wenn irgendwann die Leute von der mit weißen Mänteln da anklopfen und fragen, ob ich mitkomme. Es würde mich gar nicht wundern, nein. Der Bronto Level 15 vorher war auch schick, aber der war nur Level 15. Achso, und einen Wolf haben wir ja auch schon. Eben. Danke, Crow. Och nö. Gut, er ist nur Level 20. Danke, Triceratops. Ja, du kriegst nicht viel Schaden. Ah, doch. Wo ist er? Da ist er. Na komm her. Frischfleischlieferung Freihaus für den Drachen.
mal grüne Pteranodon. Oh Gott. Und bis zum Ende heißt nicht, dass dann alle gestorben sind. Nein, stimmt, Norbert. Gestern haben wirklich alle überlebt. Mit den Tieren kann ich einen eigenen Faschingsumzug machen, ja. Aber ihr wisst doch, die Faschingszeit ist doch jetzt eigentlich unterbrochen, solange Weihnachtszeit ist. Die Narrenzeit geht doch erst nachher wieder los, oder? So, der Pteranodon braucht noch eine Weile. Komm, wir schauen noch mal weiter. Wir wissen ja, wo er ist. Das Vieh kann man eh nicht übersehen. Das ist halt echt das einzig Gute. Ich kann immer sagen, die Viecher übersieht man nicht. Die kann man gar nicht übersehen. Man muss ganz geschockt hinschauen. Oh, der ist aber hübsch. Bist du weiblich? Hast du mir gefallen? Nein, du bist männlich. Schade. Ja, der dort liegt, ist ja auch männlich. Du meinst, die Viecher sind wie Verkehrsunfälle. Das hast du jetzt gesagt. Und vor allem, ich hätte noch voll gerne ein rosa-grünes Schaf. Oh Gott. Habe ich überhaupt ein Schwein daheim? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht, ich habe keine Schweine. Ich meine, was soll man dazu sagen? Hat auf jeden Fall grüne Welle. Oh ja. Gibt's diese Farbkombi auch auf Aberration? Ja, gibt's. Auf Aberration bin ich auf die Bulbdogs gespannt. Also ich meine, ich habe ja sehr wenige Bulbdogs in meinem Let's Play. Und es könnte sein, dass die jetzt noch etwas farbenreicher werden. Da liegt immer noch, der ist noch nicht fertig. Ja. So. Ja, bei 50% ist er gut.